Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Motoflieger von mir. Kurze Ankündigung, ich bin wahrscheinlich dieses Wochenende auf den Harley Days am Samstag. Und am Sonntag bin ich bei einer Autotuner-Veranstaltung. Ich verlinke euch die auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, könntet ihr auch da vorbeischauen, dann werdet ihr mich bestimmt auch finden. Ihr könnt mich über Instagram anschreiben, den Account markiere ich euch auch einmal kurz. Mit dabei ist heute Blackout. Wir waren jetzt gerade eben ein bisschen unterwegs und haben ein paar Aufnahmen gemacht mit der Drohne für sein Motorrad. Ja. Wollen wir links oder, rechts? Okay. So, wo war ich? Wir waren gerade eben noch unterwegs und haben ein paar Drohnenaufnahmen und normale Shots von seinem neuen Motorrad gemacht, von der KTM. Und da werde ich, denke ich, demnächst einen kleinen Motorradporn oder sowas draus schneiden. So Lukas Litz-Style. Vielleicht wird er den bei sich auf dem Kanal veröffentlichen oder wir veröffentlichen den einfach auf beiden Kanälen. Werden wir sehen. Ich muss den erstmal fertig schneiden, aber ich glaube, die Shots sind auf jeden Fall ganz geil geworden. Wir drehen jetzt noch hier eine wunderschöne kleine Tour in der wunderschönsten Stadt der Welt, Hamburg. Wollen irgendwie über die Elbbrücken rüber, vielleicht Kühlbrandbrücke, ein bisschen ballern. Wird auf jeden Fall ganz geil. Und vielleicht kann ich ein paar Wheelies mal üben. Ich guck mal. Auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. So, wir fahren jetzt Richtung Kühlbrandbrücke. Irgendwie wird hier alles richtig krank neu gebaut. Ich weiß gar nicht, ich hab das noch gar nicht gesehen hier oder irgendwie wahrgenommen. Auf jeden Fall mega hübsch irgendwie mit diesen ganzen Gewölben. Das bestätigt meine Aussage von gerade eben, dass Hamburg auf jeden Fall die schönste Stadt der Welt ist. Wie seht ihr das? Wo kommt ihr denn überhaupt alle her? Oh, dass ich hier auch hier mit der Drohne so durchfliegen, das wäre richtig geil, ey. Blackout macht wieder gefühlt den längsten Wheelie der Erdgeschichte. Digga, was geht hier ab? Wo werden wir hingeführt? Und wieder verfahren. Oh, das liebe ich am Motorradfahren, einfach überall abkürzen. Ich glaube, da hätten wir gar nicht längst fahren dürfen, zumindest, nee, wahrscheinlich nicht. Quer über die Ampel. Das haben wir übrigens vorhin auch schon mal gemacht. Ich blende euch das einfach mal kurz ein. Ja, wo sind wir? Natürlich wieder vollkommen verpeilt verfahren. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Fußgänger-Fahrrad-Action, würde ich sagen. Signal kommt. Digga, was? Richtig unterwegs im Fußgängermodus. Bloß nicht zu schnell fahren. Am besten schieben wir noch rüber. Geil, ey. Das feiere ich ja richtig hart hier. Und mal wieder ein bisschen filtern. Der war krass. Geht's auf die höchste Brücke von Hamburg, die Kühlbrandbrücke. Finde ich auch immer noch mega witzig und irgendwie leicht gruselig, da auch rüber zu fahren. Wenn man sich irgendwie vorstellt, du baust da oben einen Unfall und dann fliegst du so tief runter. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten den Waldwinkel erkennen könnt, aber die geht schon echt richtig hoch. Also man fliegt da schon dezent tief runter. Ich glaube, da haben sich auch schon einige irgendwie den Tod gespielt. Bock auf dem Rennen? Was? Bock auf dem Rennen? Ich glaub. Bitte? Ich glaube, ich würde es nicht schaffen, die Kante zu haben. Musst du so fahren? Ja, da ist es nicht so. Ich komme gerne mal bis 70 km/h. Okay, bis 70 km/h machen wir ein Rennen. Okay, bis 70 wird jetzt ein Rennen gemacht. Mal gucken, wie schnell die KTM ist. Schafft sie, glaube ich, nicht mehr ganz. Hat aber auch weniger PS, das muss man natürlich auch sagen. Dafür kann er Wheelies fahren. Hier, schaut mal runter. Das sieht so herrlich aus, oder Leute? Also ich finde, das ist so geil. Hier fahren überall Schiffe, du hast immer frische Luft. Da hinten hast du diese ganzen Kräne. Boah. Da wird wirklich jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme oder sowas, da freue ich mich immer so wieder, so den Hafen zu sehen, die Innenstadt mit der Alster zu sehen.
Einfach so geil. Man hat zwar hier nicht immer das beste Wetter, aber ich muss sagen, so von diesen ganzen Attraktionen und so abgesehen, ist Hamburg schon echt eine mega, 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 mega geile Stadt. Wie findet ihr das? Nochmal vielen Dank für die ganzen Kommentare und für die ganzen Videovorschläge, was ihr noch alles sehen wollt. Ich habe mir das alles sehr zu Herzen genommen, was ihr geschrieben habt, und habe mir schon eine kleine Liste angefertigt, was ich alles machen möchte. Und da sind auf jeden Fall auch Ideen von euch dabei. Deswegen schreibt einfach weiter fleißig in die Kommentare, was ihr für den noch sehen wollt. Und da wird auf jeden Fall einiges kommen. Aber seid auf jeden Fall jetzt auch gespannt auf die ganzen Cinematic-Aufnahmen von den Harley Days. Das war ganz schön knapp hier, der Blitzer. Ich hoffe, euch haben die ganzen Aufnahmen gefallen. War auf jeden Fall ein mega witziger Tag mit Blackout. Wir müssen mal schauen, ob der Bike-Porn bei mir oder bei ihm auf dem Kanal kommt oder auf beiden. Das werdet ihr auf jeden Fall die Tage sehen. Ich setze mich auch, denke ich, gleich schon mal ran an das Schneiden. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Wir probieren noch einen Wheelie zum Abschluss. Guck mal, das funktioniert auch langsam, Freunde. So, ciao.